Hallihallo, meine Freunde. Ich habe mir mal gedacht, vielleicht will der eine oder andere wissen, wer ich bin, wieso ich der bin, der ich geworden bin, was mich dazu befähigt, das zu machen. Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu erzählen. Ich habe nichts vorbereitet, wie immer. Ich versuche das rein intuitiv zu lösen. Und ich hoffe, dass ich in der Reihenfolge bleibe. Aufgewachsen bin ich bei Pflegeeltern. Da bin ich mit 2,5 Jahren dorthin gekommen. Mit 2 älteren Halbgeschwistern. Ein Bruder und eine Schwester. Von der gleichen Mutter. Sind mit mir zu Pflegeeltern gekommen, zu dritt. Ich war der Jüngste. Und das war eine sehr emotional kühle Beziehung. Sie haben sehr gut aufgepasst auf uns. Fast zu viel. Also es war die Angst da, dadurch, dass wir fremde Kinder sind auf dem Bauernhof, dass man extra viel aufpassen muss. Und das hat dazu geführt, dass ich sehr einsames Leben geführt habe. Aufgewachsen in wunderbarer Natur, aber ohne Freundschaft, ohne Familie, ohne Familiensinn. Familie war da, aber kein Familiensinn. Die 2 älteren Geschwister waren außerhalb meiner Altersklasse, die haben andere Prioritäten gehabt. In der Schule waren alles normale Bauernkinder und ich als Pflegekind war da so was wie ein Alien dort und bin weiter zum Außenseiter geworden. Immer mehr und immer mehr. Dadurch habe ich gelernt, Zurückhaltung und zu beobachten. Das ist sehr lange Zeit sehr arg gewesen. In der Hauptschule, 3. Klasse, irgendwann einmal Hauptschule, war es mir dann einfach zu blöd, dass mir die Leute, die anderen Kinder, gehänselt haben und dadurch, dass ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin, habe ich einen recht soliden Körperbau gekriegt, sagen wir mal so. Aber kein Selbstbewusstsein halt. Aber mir war es dann einfach zu viel und ich habe dann gemerkt, mein Körper kann mehr als ich gedacht habe. Und dann sind die Burschen einmal geflogen auf der Reihe. Dann wurde ich zwar nicht mehr gehänselt, aber wenigstens habe ich mehr Ruhe gehabt. Damit habe ich mich dann eigentlich recht wohl gefühlt. Ich bin dann einfach irgendwie durchgerutscht. Mir hat es mehr großartig interessiert. Nee. Ist in dem Fall super gut gewesen, ja. Im Polytechnikum dann war dann auf einmal so, dass
alle in der Schule, in der Klasse, da war das irgendwie ganz anders. Da war das mit den Hänseln nicht, da waren einfach alle auf dem gleichen Level. Keiner hat sich hervorgetan, keiner wurde zurückgelassen. Das hat mir sehr taugt. Ja, mit 15 irgendwann einmal habe ich dann eben eine Kochlehre angefangen. Erstens, weil es dann immer genug zum Essen gibt und es gibt keinen Winterdienst praktisch, man hat immer schön warm. Das waren so die Pluspunkte damals für mich, die Auswahlkriterien. Und die zweite Firma, wo ich mich vorgestellt habe, war dann eben Hotel Rainer in Deutschlandsberg. So ein recht kleines, normales Hotel gewesen. Aber der Chef war einfach nur ein Mensch. Und das rechnen ich ihm groß an. Mein erster Chef, der Gerfried Leitinger, der war menschlich einfach nur da. Der hat seine Machtposition nicht ausgespielt. Und deswegen haben die Angestellten respektiert. Also, er war nie wirklich auch zornig oder so. Also, wenn er mal was sagen wollte, dann hat er das auch gesagt. Aber so, dass man sich zu Herzen nimmt und nicht, dass man sich gegen die Information sperrt. Der ist einfach nie ungut geworden. Gerecht, aber nie ungut. Und das ist, sowas habe ich nie mehr gefunden. Das war etwas, was ich lernen habe müssen in meinem Leben, dass mein erster Chef praktisch der Beste war. Meine nachfolgenden Chefleute, die waren alle so besessen von ihrer Machtposition. Und ich als Schützegeborener habe natürlich meinen Freiheitsgedanken. Und dann wird's interessant. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann sehr oft gewechselt. Einfach weil es nie passt hat. Ich war schon immer anders im Kopf wie andere. Und das hat man auch gleich gemerkt. Dann ist Bundesheer gekommen. Da habe ich auch relativ Glück gehabt. Machen wir mal andere Musik. Ah, nein, die Musik nicht. Ah, das ist Geschichten vom Waldgeist, der Lauf der Dinge. Na, kommt da was? Ah, jawohl. Tja, Bundesheer ist dann gekommen. Da habe ich Glück gehabt, ich bin nämlich Systemerhalter geworden. Also Büro, Werkstatt, Küche und so weiter. Und ich bin in die Küche gekommen, habe nach 2 Monaten Grundwehrdienst leicht dann in der Küche gearbeitet, Bundeswehrküche. Super Arbeitszeiten, habe mit der Uniform eigentlich praktisch nicht mehr zum tun gehabt. Das war praktisch wie normales Arbeiten, nur halt in einer Kaserne. Und mittendrin im Bundesheer, in der Ortschaft, wo ich aufgewachsen bin ich einmal Zigaretten kaufen gegangen und bei dem Wirtshäusl rennt es mich an,
dass jemand da war und, mein, und die Telefonnummer von sich da lassen hat für mich. Und dann ließ ich Niki Knafel, also meine Schwester, meine kleine Schwester, die was den Kontakt gesucht hat. Tja, und dann bin ich auf einmal da gestanden. Ich habe ja nichts von meinen echten Eltern gewusst und der, ich habe nur gewusst, ich habe noch zwei kleine Geschwister, aber das war alles. Meine Pflegeeltern haben mir immer sehr Angst gemacht vor meinen echten Eltern und ich habe das immer geglaubt. Und dann auf einmal stehe ich da mit der Telefonnummer von meiner kleinen Schwester. Zwei Tage lang habe ich mir müssen überlegen, was ich jetzt tue, bis ich gesagt habe, so, scheiß drauf, rufst du mal an. Am gleichen Tag noch ein Treffen vereinbart. Und dann habe ich eben meine Schwester und meine Mutter getroffen. Nach 17 Jahren. Am Jacomini-Platz war das, das weiß ich ganz genau. Ich bin dort gestanden. Und jeder Mensch, der was mir irgendwie ins Auge gestochen ist, war die Überlegung da, ist sie das? Ist sie das? Sind sie das? Und auf einmal, her hinter mir, Robert? Ah ja, und dann. War der Kontakt da. Und umso mehr Kontakt ich mit meinen echten Eltern und meiner echten Familie gehabt habe, umso weniger Kontakt habe ich zu meinen Pflegeeltern gepflegt. Einfach weil ich so angefressen war, dass ich von meinen Pflegeeltern belogen worden bin wegen meinen echten Eltern. Das war ja, das war eine ganz andere Geschichte, was ich da kennengelernt habe, als wie was ich von meinen Pflegeeltern gelernt habe. Deswegen ist der Kontakt zu meinen Pflegeeltern dann gänzlich abgebrochen. Nach dem Bundesheer verwirrt durch die Gefühle habe ich dann eine recht schwere Zeit hinter mir gehabt. Die war aber sehr lehrreich. Entbehrungsreich, lehrreich. Bis es dann wieder mal so schlimm war, dass ich aus der ganzen Situation flüchten habe müssen. Bin dann wieder arbeiten gegangen zu meiner ersten Firma. Da hat es dann auch Komplikationen gegeben mit dem Chef seiner Frau, mit der Chefin praktisch. Und dann habe ich halt dort wieder weggehen müssen und woanders hat es wieder mal nicht gepasst. Und das war ein ewiges Wechseln. Ja. Ja, so ums Jahr 2000 irgendwann einmal
habe mich dann irgendwann einmal verliebt. Die erste Liebe. Funkt auf Anhieb. Und sechs Monate später war der Weg für eine Familie gemacht. Praktisch, sie war schwanger. Ja, das war richtig motivierend. Hab dann am 28.05.2001 war es dann soweit, dass dann die Katharina das Licht der Welt erblickt hat. Es ist sehr gut verlaufen. Anfangs. Bis dann wieder mal die Bergspitze erreicht war und die Wellenfunktion in die andere Richtung wieder gefallen ist. Und dann auf einmal habe ich, habe zwar Wohnung gehabt, Auto, Freundin, eine Tochter, aber die Konflikte sind immer mehr geworden. Und irgendwann war das der Zeitpunkt, dass dann wirklich nur mehr Kreisverkehr im Kopf war. Zu viele Konflikte. Ich hab dann zwar immer probiert weitermachen, aber aus irgendeinem Grund haben dann die Geister gesagt, jetzt zeigen wir dir mal was Anständiges. Am 13.01., also in vielleicht um 1, 2 in der Früh, am 13.01. 2001 hatte ich eine Nahtoderfahrung. Ohne medizinischen Hintergrund. Mir ist nichts passiert. Ich bin einfach zu Hause gewesen und auf einmal habe ich eine Nahtoderfahrung gehabt. Oder eine Vision einer Nahtoderfahrung. Jedenfalls, es waren die Gefühle einer Nahtoderfahrung, also sage ich Nahtoderfahrung dazu. Ich habe damals so viele Konflikte in mir gehabt, dass mir das sogar recht gekommen ist. Auf einmal bemerke ich bei mir, ich atme nicht mehr, wie in meinen Sessel sitze oder so. Keine Atmung. Hat mich nicht einmal beunruhigt. Sondern eher neugierig gemacht. Weil ich solche Sachen nämlich aus Hörensagen kenne, also mit Körperfunktion und so weiter. Aber das würde ins Detail gehen. Ja. Atmung war weg, dann schaue ich aufs Herz. Herzschlag war auch keiner da. Dann bin ich schon wirklich hellhörig geworden, aber nicht beunruhigt. Und dann geht der Torbogen vor mir auf. Und dann war die Sache klar. Ich hab's geschafft, auf Deutsch gesagt. Wie
der Torbogen aufgeht, ist praktisch Friede, Freude, Eierkuchen, Harmonie ins Unendliche aufgegangen im Herz. Das war ein Gefühl der Extraklasse, wo menschliche Worte einfach nicht mehr reichen. Ich gehe auf den Torbogen zu und das Gefühl wird immer stärker. Dadurch die Bestätigung, ich hab's geschafft, ich werde abgeholt. Grüß euch, macht es gut. So waren meine Gedanken damals zu der Zeit. Ich hab so viele Konflikte gehabt, ich hab gesagt, legt's mir alle im Arsch. Ich muss ehrlich sagen, ich hab keinen einzigen Gedanken an meine Familie oder sonst bei ihm gepflegt oder gehegt zu deinem Zeitpunkt. Das war einfach nur ein allgemeiner Rückblick. Und die Konflikte, was ich in mir gehabt habe, waren größer wie das, was mich in der Welt gehalten hat. Zum Beispiel mein Bruder oder meine Tochter, die Kathi. Die zwei haben praktisch nicht ausgereicht, um mich zu halten. Stell mich auf die erste Stufe und es geht aufwärts mit mir. Wie soll man das beschreiben? Wie beschreibt man das Gefühl, was ich dort gehabt habe? Stell dir vor, du lebst ein Leben lang in einem abgeschlossenen Raum und hast noch nie Wasser gesehen. Und auf einmal siehst du einen Ozean und kannst nur ein Häufchen voll mitnehmen. Das war eine Harmonie, was ich dort kennengelernt habe, das war unaussprechlich. Und umso weiter ich hoch bin, umso mehr ist es geworden. Und auf einmal bemerke ich Zusatzenergie in deinem Gefühl. Wo ich gemerkt habe, jetzt kommt der Point of No Return. Praktisch ein Punkt zum Überdenken. Willst du das jetzt wirklich oder nicht? Der Point of No Return ist zu mir gekommen, ist mir entgegengekommen. Und ich habe meine zweite Statusabfrage gemacht für mich selber. Wie ist mir in der Realität gegangen? Und wie geht es mir da, wo ich jetzt auf dem Weg dorthin bin? Und die Frage war klar, also das war. Danke, es war schön, grüß euch. So war das wieder mal. Wieder, the point of no return hat keine Auswirkungen gehabt auf mich. Ich habe gesagt, fort mit mir. Ich habe zu viele Konflikte. Ich löse mich auf in Harmonie. Gesagt, getan, über point of no return drüber. Und dann ist die Exponentialkurve noch einmal exponentiell stärker angestiegen. Aber lange habe ich das nicht miterleben dürfen, weil ein paar Sekunden drauf oder vielleicht sogar nur Nanosekunden drauf, jedenfalls kurze Zeit drüber, höre ich meinen Bruder im Kopf. Nur im Kopf, der war
nicht anwesend persönlich. Hey, die Stimme im Kopf. Robert, du hast doch was zu tun. In dem Moment holt es mir wieder in meinen Körper. Das war ein Schock. Wie gesagt, das ist um 1, 2 in der Früh passiert. Um 10 Uhr Vormittag hätte ich wieder in der Küche stehen sollen. Ich bin zwar in der Küche gestanden, habe aber in der Zeit nur geweint. Ich habe 1,5 Tage nur geweint. Der Chef, mein damaliger, der hat überhaupt nichts mit mir angefangen gewusst, der hat mich nach einer halben Stunde wieder abgeschickt. Ich bin dann gleich zu meinem Bruder gefahren, habe ihm dann einmal das Ganze erzählt. Der hat von dem Ganzen noch nichts gewusst. Und er war mir mal so richtig dick dafür. Tja, danke. Fast 2 Jahre lang, hinten nach, habe ich noch immer mit den Gedanken gespielt, der einfachste Weg zu dieser Harmonie ist auf brachialem Wege. Da habe ich wirklich mit Selbstmordgedanken gespielt. Das war ein Schupfer in eine Richtung. Nach dem Erlebnis ist nichts so geblieben, wie es vorher war. Jeder Stein in meinem Leben hat sich umgedreht. Nach diesem Erlebnis. Ich habe auf einmal andere Fragen gestellt. Ich habe wieder gelernt zu beobachten. Das, was da passiert, ist einfach so irreal war damals für mich. Das war so basic abgehoben, obwohl ich sehr abgehobene Sachen eigentlich gewohnt bin. Aber dann passiert dann sowas selber und dann ist man maßlos überfordert. Und ich hab keinen wirklich gehabt, der was mit da rausgeholfen hat, aktiv. Mein Bruder war der Einzige, der was mit mir die ganze Zeit mitgegangen ist. So, Schuld kann ich nie begleichen. Das ich probiere es jetzt, indem dass ich das Spiel einfach umdreht, dass ich jetzt meinen Bruder auf seinem Weg begleite. Aber er hatte Erfolg, ob ich es habe, weiß ich nicht. Tja, ich habe da wirklich allein durchkämpfen müssen.
Ich habe gar nicht gewusst, wo ich Informationen wirklich suchen soll. Das war ein auf mich zukommen von dem Ganzen. Es ist ja wirklich so, dass manche Menschen sich alles sehr hart erarbeiten müssen. Zum Beispiel in spiritueller Hinsicht. Bei mir ist das etwas anders. Mir ist sehr viel einfach in den Schoß gefallen. Ich habe keinen übertriebenen Wissensdurst gehabt, nicht keine übertriebene Motivation. Das war einfach ein immer mehr seinen eigenen Instinkten vertrauen. Ja, die ersten 5 Jahre waren wirklich wenig spirituell eigentlich. Aber das hat sich dann sehr schnell gewendet wieder. Und dann auf einmal hat es eigentlich nichts anderes gegeben mehr. Außer die spirituelle Seite des Lebens. Und ich kann spirituell leben, ohne 24 Stunden meditieren zu müssen. Das geht auch. Nur sowas muss man entweder draufkommen oder lernen. Und ich danke immer so gern und so oft meinen Geistern. Und ich habe schon mal von einem Freund von mir gesagt bekommen, dass ich vielleicht etwas zu viel oft den Geistern danke. Dass ich das Wort Danke zu oft nehme. Aber irgendwie habe ich einfach das Gefühl, ich wäre einfach zu sehr von den Geistern oft bevorzugt. Wenn ich dann andere spirituelle Menschen beobachte, auf Facebook zum Beispiel, da denke ich mir oft, die hätten so ein Geschenk viel eher nötig als ich. In Harmonie zu leben, ist keine Fähigkeit. Es ist eine Entscheidung, die man trifft. Harmonisch zu leben bedeutet, das Jetzt zu leben, die Zukunft nicht kontrollieren zu wollen und aus der Vergangenheit zu lernen. Das ist für mich Harmonie. Und ein paar sehr große Wörter, was in meinem Freundeskreis schon allgemein bekannt ist, das sind die großen Wörter von mir, für mich, nicht von mir, für mich. Das sind Energie, Schwingung und die daraus resultierende Resonanz. Man kann so ziemlich alles
auf die drei Faktoren overdividieren. Wenn man dann das Ding anschaut, und die ganzen irrelevanten Daten an einem nicht verwirren, dann erkennt man sehr wohl den Hintergrund einer Sache, einer Emotion, einer Handlung, einer Tätigkeit. Was für Energie tragt sie? Was für eine Schwingung verbreitet sie? Und wer soll damit in Resonanz gehen? Ich verweise immer gern auf das Stimmgabelprinzip. Nimm zwei Stimmgabeln, eine schwingt man an und die zweite schwingt unaufgefordert mit. Dieses Phänomen funktioniert bei Menschen, Tieren, Pflanzen, Gegenständen. Das Prinzip der Resonanz funktioniert überall, immer. Das garantiere ich euch. Dafür lege ich nicht nur meine Hand ins Feuer, dafür würde ich mich selbst ins Feuer legen. Weil wenn die Resonanz nicht mehr funktioniert, dann habe ich ein großes Problem. Also um noch einmal auf meinen Werdegang zurückzukommen. Tja, so vor 5-6 Jahren hat es dann angefangen, wirklich spirituell zu werden. Sehr schnell und sehr intensiv. Und dann ist der Wissensfluss so richtig in Fahrt gekommen. Weil dann habe ich auch die Ressourcen gehabt, mich zielgerichtet zu informieren, informieren, in Form bringen, informieren. Ja, und da alle möglichen großen Denker habe ich versucht zu verstehen, was die einen sagen wollen, was für einen Teil der Welt kapiert haben. Bei mir gibt es zum Beispiel auch Dinge, die was ich nicht kapiere. Höhere Mathematik, ja, Mathematik sowieso. Ich bin zwar Musiker und weiß, dass meine Töne mathematische Formeln sind, aber wenn es dann aufs Rechnen aus ist, da bin ich schlechter bis mittlerer Durchschnitt. Oder Chemie, Moleküle und so weiter. Ich habe einfach nicht die Begabung dafür. Ich habe Begabung für Schwingung. Musik, die Emotion hinter der Musik,
Apropos Musik, ich habe über 1000 Titel, vielleicht sogar mehr als 1100. Ja, seit dem Jahr 2003 versuche ich mich in elektronischer Musik, weil ich bemerkt habe, dass die Musik, die ich sonst zum Hören kriege, keine Seele hat. In mir ist die Seele in der Musik verloren gegangen im Laufe der Zeit. Und 10-15%, was mir gefallen haben, von einer Musiksparte aus, also gefällt mir ja nicht jede Musik, sondern nur Teile davon. Und von diesem Teil davon wieder erst nur 15% maximal, das war mir einfach zu wenig. Dass ich sage, ich gehe jetzt in die Disco, weil ich Musik hören will oder was. Das ist irrelevant geworden, einfach weil ich die Musik nicht mehr gemengt habe. Und dann habe ich angefangen, das selbst zu machen. Habe ich wirklich mit den grundlegenden Dingen angefangen. Habe mir das alles selbst beigebracht wieder mal, weil ich damals hat es noch gar kein YouTube gegeben oder so, wo man irgendein Tutorial hätte anschauen können oder so. Also ich hätte gar nicht gewusst, wo ich lernen soll, wie das Musikprogramm funktioniert. Also einmal ein halbes Jahr Learning by Doing, dass ich die Funktionen von dem Musikprogramm auserfinde, nach und nach. Zusätzlich war das Musikprogramm, was ich gehabt habe, eine Demo-Version und ich habe nicht die volle den vollen Funktionsumfang gehabt. Ich habe meine Ideen nicht speichern können. Ich habe ein fertiges Lied können exportieren, dass man es ganz normal anhören kann. Aber man hat die Kompositionsidee nicht speichern können. Deswegen haben wir das ganze Lied auf einmal fertig machen, ohne Computer ausschalten. Dadurch habe ich gelernt, sehr schnell und sehr effektiv zu arbeiten. Bis ich mir Jahre später dann die Vollversion gekauft habe. Oder hat er nicht sogar mein Bruder finanziert? Kann sein, dass mein Bruder den sogar finanziert hat. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Jedenfalls dann habe ich auf einmal die Vollversion gehabt. Und dann ist es richtig losgegangen. Dann habe ich keine Ideen für später speichern. Ja, und die alten Dateien sind alle verloren gegangen. Und wahrscheinlich auch gar nicht richtig hörenswert. Aber wenn ich die Dateien alle hätte, alle von 2003 an, dann wären das sicher 3.000, 4.000 bis 5.000 Titel gewesen. Es war so, dass ich wirklich sehr viel Zeit gehabt habe und ich die auch sehr genutzt habe, musikalisch. Ein durchschnittliches Lied bei mir dauert Durchschnitt 3-4 Stunden. Wenn es wirklich gut werden soll, dann kann schon mal 5, 6, 7 Stunden werden. Aber es gibt auch Dinge, die praktisch fast unkorrigiert gespeichert werden, dann ist das fast ein Ding von Minuten.
wenn ich zum Beispiel nur ein Solo-Instrument hernehme, als Flöten-Solo oder eine schöne Geigen. Dann, ja, durchschnittlich eine halbe Stunde und das Ding ist fertig. So als kleines Solo-Stückchen. Und bei mir ist der Titel sehr wichtig bei der Musik. Extrem wichtig, ja, weil der ja für mich ja die Grundschwingung vorprogrammiert oder praktisch das Fundament der Musik bildet, auf dem dann der Hörer aufbauen kann. Sicher, Musik ist eine universelle Sprache, aber trotzdem ist es dann immer noch auch Interpretationssache. Und deswegen ist bei mir der Titel so wichtig, eben fürs Fundament. Und darauf kann dann solide gebaut werden. Es ist sehr oft der Fall, dass die Namensfindung für ein Musikstück fast gleich lang dauert oft wie das Komponieren selber. Weil, ja, da bin ich dann so richtig in der Zeitschleife festgehalten, wenn ich ein Lied fertig habe und ich auf Titelsuche noch immer bin, dann bin ich praktisch unbrauchbar. Weil dann, solange das Ding keinen Titel hat, rotiert es im Kopf. Bis ein Titel da ist, mit dem ich dann zufrieden bin. Besonders ist es bei den spirituell angehauchten Titeln. Bei irgendwelchen Party-Tracks ist es eh relativ simpel. Aber wenn es dann darum geht, Musik eben für schamanische Anwendungen zu machen, für geistigen Hintergrund eben, dann ist der Titel extrem wichtig. Und die Grundaussage der Emotion dahinter. Tja, jetzt haben wir schon fast am Ende von meiner Zusammenfassung angelangt. Vor einem Jahr hatte ich ein sehr tiefes Gespräch mit den Geistern. Und das ist fast wirklich ein Jahr her jetzt. Vielleicht ein, zwei Tage, was Abweichung ist. Aber fast genau vor einem Jahr habe ich für mich selbst das Okay gegeben, jetzt bin ich Schamane, denn ein halbes Jahr zuvor hatten die Geister beschlossen, mir ein Okay zu geben, ich bin jetzt Schamane, aber ich habe selber bemerkt, ich bin noch nicht so weit. Die Geister haben gesagt, okay, du bist jetzt Schamane, du kannst dich Schamane nennen. Und ich selber habe aber noch Vorbehalte gehabt. Dann habe ich noch einmal richtig intensiv
mich damit beschäftigt, das restliche halbe Jahr, bis es dann wieder zu einem sehr tiefen Gespräch mit den Geistern gekommen ist. Und dann habe ich es auch gewusst. So, und jetzt bin ich soweit. Jetzt kann ich da rausgehen, sagen, ich bin Schamane. Und wenn du es erlaubst, will ich dir helfen. Ich habe mein Okay von den Geistern gekriegt, habe dann mein eigenes Okay bekommen und bin dann, hab's relativ ruhig angehen lassen, hab das alles praktisch wieder auf mich zukommen lassen. Und es war richtig so. Ja, ich habe zwar nicht sehr viele, aber einige Leute kennengelernt, die was ich helfen habe dürfen. Ich habe selber dadurch viel lernen dürfen. Hab, wenn ich es mathematisch ausdrücken müsste, Prozent volle Zustimmung bekommen. Die restlichen 15% waren einfach nur von der Situation überfordert, dass auf einmal in Graz ein Schamane patrouilliert. Ich habe keine einzige negative Reaktion erfahren. Es waren ein paar sehr überrascht. Aber negative Erfahrung war keine einzige dabei. Die meisten haben sich gefreut, dass es da einen Freak gibt, der sich noch was traut. Wenn ich als Schamane durch Graz einen Kontrollgang mache, wie ich es immer sage, dann bin ich sehr passiv. Die Menschen, die was neugierig sind, kommen eher auf mich zu. Und die anderen lasse ich einfach in Ruhe. Also, und ich glaube, deswegen kriege ich da so ein positives Feedback. Weil ich einfach da bin, existiere und meine eigene Schwingung habe. Was soll ich noch sagen? Wenn es Fragen gibt zu irgendeinem Thema, einfach raus damit. Ansonsten wünsche ich Harmonie und alles Gute. Danke.